Schönen guten Tag auch von meiner Seite nochmal. Freue mich, dass Sie alle an so einem sonnigen Tag trotzdem die Zeit finden, sich hier über die Reform des Nachweisgesetzes zu informieren. Ist aber auch ein wichtiges Thema. Ich fange mal an mit der ersten Slide, mit der Themenübersicht. Und zwar geht es um die Frage, was ist der notwendige Inhalt des Arbeitsvertrages ab dem 1.8.? Der Fedor hat das ja schon gerade eingangs gesagt, da ändert sich was. Wir müssen weitere Nachweispflichten erfüllen laut dem Gesetzgeber. Was sind die Auswirkungen für die Praxis? Was sind die Rechtsfolgen bei Verstößen? Und welche sonstigen Änderungen gibt es auch noch im Rahmen der Reform des Nachweisgesetzes? Es gibt ganz erhebliche Änderungen, und zwar ändert sich der Anwendungsbereich des Nachweisgesetzes, der ist erweitert worden. Die Nachweispflichten sind geändert und erweitert worden. Es sind neue Pflichten dazugekommen. Existierende Pflichten sind, wie gesagt, ja, noch erweitert worden. Es gibt strengere Fristen für den Nachweis, die Arbeitgeber erbringen müssen. Und neuerdings auch dann ab 1.8. erstmals Sanktionen bei Nichteinhaltung des Nachweisgesetzes. Was den erweiterten Anwendungsbereich angeht, hier die erste Slide, vielleicht insgesamt was zu den Slides, wie die aufgebaut sind. Ich habe hier einen grauen Teil, eine graue Box, da ist quasi der Gesetzestext drin und dann dort drunter Anmerkungen von unserer Seite, das heißt wichtige Punkte, die man bedenken sollte. So ist das Ganze Set der Slides aufgebaut, sodass ja, Sie im Nachhinein dann auch noch mal gerne reinschauen können und dann direkt die Übersicht haben mit dem Gesetzestext. Ich habe nicht alle Änderungen beziehungsweise nicht alle Paragraphen im Nachweisgesetz hier mit aufgenommen, aber doch die wichtigsten. Und da fangen wir jetzt einfach, wie gesagt, vorne einfach mal an mit dem Anwendungsbereich. Bislang hat gegolten, dass vorübergehende Aushilfen, die maximal einen Monat im Arbeitsverhältnis stehen, nicht den Anspruch hatten, ihre wesentlichen Arbeitsbedingungen schriftlich zu erhalten. Das hat sich jetzt geändert. Das heißt, mittlerweile sind dann sämtliche Arbeitnehmer erfasst, sodass der Anwendungsbereich hier ausgeweitet wurde. Was oft vergessen wird, ist, dass geringfügig beschäftigte Teilzeitkräfte ebenfalls einen Anspruch auf den Nachweis haben. Das ist also wichtig zu wissen, wenn Sie Aushilfen beschäftigen und insbesondere kurzfristige Aushilfen beschäftigen. Da müssen Sie jetzt auch tätig werden. Wichtiger Punkt im Nachweisgesetz, sozusagen das Kernstück, ist der Paragraph 2. Da sind einmal die Pflichten geregelt. Das waren vorher 10 Pflichten. Jetzt haben wir da Ziffern 1 bis 15. Also sind doch ein ganzer Teil an Pflichten noch dazugekommen. Wichtig in dem Zusammenhang zu wissen ist, dass die Pflichten, die dort aufgelistet sind, nicht abschließend sind. Ein bestes Beispiel ist da vielleicht, bislang bei den 10 Pflichten war nicht aufgelistet, was mit Überstunden, wie Überstunden zu halten sind, ob die mit aufgenommen werden müssen oder nicht, beziehungsweise waren nicht im Gesetzestext mit aufgeführt. Aber die Rechtsprechung hat gesagt, Überstunden, die Regelungen dazu sind so wesentlich, die müssen mit aufgenommen werden. Das heißt nochmal, im Paragraph 2 Absatz 1 sind nur die Mindestpflichten. Es ist nicht abschließend. Gibt es weitere wesentliche Arbeitsbedingungen, die wichtig sind für die Geltendmachung von Arbeitnehmerrechten, müssen die auch mit aufgenommen werden. Gehen wir mal weiter, fangen wir mit der Nummer 1 an. Die Vertragsparteien müssen mit aufgenommen werden. Der Beginn des Arbeitsverhältnisses muss mit aufgenommen werden. Da hat sich soweit nichts geändert. Deshalb hier auch keine Anmerkungen von meiner Seite. Ist selbsterklärend und dürfte nicht überraschend sein. So. Wo sich allerdings was geändert hat, und hier müssen wir tatsächlich auch ein Stück weit aufpassen, ist die Nummer 3. Und zwar bei der Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses. Also, wenn wir über befristete Arbeitsverhältnisse sprechen, dann muss klar sein, dass vorher die Dauer des befristeten Arbeitsverhältnisses aufgenommen werden musste. Mittlerweile ist es aber so, dass neben der Dauer auch das Enddatum mit aufgenommen werden muss. Das heißt, anstatt das Arbeitsverhältnis ist befristet für die Dauer von 2 Jahren, müssen wir jetzt aufnehmen, das Arbeitsverhältnis endet beispielsweise am 31.01.23. Neben der zeitlichen Befristung gibt es aber natürlich noch
Zweckbefristungen. Das heißt, wenn wir verschiedene Projekte haben, die eine Befristung benötigen, oder wenn es um einen ja, kurzfristigen Einsatz von Mitarbeitern gibt zur, ja, für das Abfangen von von krankheitsbedingten Ausfällen, Mitarbeitern, die in Elternzeit sind, in Mutterschutz sind, dann ist nicht immer klar, wie lange das tatsächlich dauert. Da müssen wir dann jedenfalls den Zweck angeben und auch dort, ja, dass wir es so machen, dass wir sagen, bis zur Beendigung des Projekts XY, dass das konkret angegeben ist. Weiter geht's mit den mit dem Arbeitsort. Der war früher auch schon Teil des Nachweisgesetzes, der angegeben werden musste. Neu ist in diesem Zusammenhang, dass wir auch jetzt als Arbeitgeber darauf hinweisen müssen, wenn der Arbeitnehmer an verschiedenen Orten beschäftigt wird oder seinen Arbeitsort frei wählen kann. In dem Zusammenhang ist es wichtig, dass wir mit aufnehmen, dass wir den Arbeitsort als Arbeitgeber nach belieben Ermessen auch weiterhin bestimmen können im Rahmen unseres Direktionsrechts. Das ist ganz wichtig tatsächlich, dass wir das im Arbeitsvertrag dann mit aufnehmen, nicht dass sich der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin darauf zurückziehen kann und einfach sagt, naja, jetzt wurde mir der Arbeitsort frei wählbar gelassen, deshalb bin ich jetzt nicht bereit, wieder an einem festen Ort zurückzugehen, sondern ich arbeite heute aus München, morgen aus Hamburg und dann aus Berlin. Also nochmal ganz wichtig, dass das Direktionsrecht mit aufgenommen wird. Und wenn es um eine Tätigkeit im Homeoffice geht, ist es wichtig, dass wir ein Rückkehrrecht vereinbaren, dass oder ein Widerruf der Möglichkeit im Homeoffice zu arbeiten. Und wir raten eigentlich immer dazu, dass man eine separate Homeoffice-Vereinbarung noch macht, weil da relativ viele andere Punkte auch noch wichtig werden. Sei es, dass es um Datenschutz geht, sei es, dass es um Arbeitsschutz geht, dass die arbeitsschutzrechtlichen Bestimmungen auch im Homeoffice eingehalten werden, etc. Weiter geht's mit der Nummer 5. Da geht es um die Tätigkeitsbeschreibung. Da hat sich eigentlich auch nichts geändert. Das heißt, wir müssen eine kurze Charakterisierung oder Beschreibung der vom Arbeitnehmer zu leistenden Tätigkeit mit in den Arbeitsvertrag beziehungsweise in den entsprechenden Nachweis aufnehmen. Eine bloße Funktionsbezeichnung reicht da nicht. Wir regen eigentlich immer an, dass man auf eine existierende Arbeitsplatz- oder Stellenbeschreibung verweist. Das ist am einfachsten, da muss man keinen langen Text irgendwie im Arbeitsvertrag oder in dem Nachweis schreiben. Nicht ganz klar ist, wie konkret jetzt diese Charakterisierung oder Beschreibung tatsächlich ausfallen muss. Das ist, ja, das ist ein Problem, das ist eine Unklarheit, das wird sich dann mit der Zeit, mit der Rechtsprechung sicherlich weiter ergeben. Ganz wichtiger Punkt, vereinbarte Probezeit oder sofern sie vereinbart ist, muss mit aufgenommen werden. Die meisten Arbeitsverträge haben das mittlerweile schon, dass dort gesagt wird, Probezeit, weiß ich nicht, 6 Monate, je nachdem, was man dort vereinbart. Aber hier spielt das Nachweisgesetz mit dem Teilzeit- und Befristungsgesetz eine große Rolle, weil das Teilzeit-Befristungsgesetz wurde jetzt im Zuge der Reform des Nachweisgesetzes auch ergänzt in Paragraph 15 Absatz 3. Ist nämlich jetzt geregelt, dass für befristete Arbeitsverhältnisse eine Probezeit, wenn die dort vereinbart wird, dann muss die Probezeit im Verhältnis zu der erwarteten Dauer der Befristung und der Art der Tätigkeit stehen. Was das genau bedeutet, was noch ein angemessenes Verhältnis ist, das ist unklar, wird sich auch mit der Zeit zeigen. Das heißt, einmal merken, wenn Sie eine Probezeit in einem befristeten Arbeitsverhältnis vereinbaren, dann bitte immer darauf achten, dass die Probezeit tatsächlich angemessen ist, in einem angemessenen Verhältnis steht. Aber nochmal, was das genau bedeutet, konkret bedeutet, ist unklar. Aber vielleicht zeigt man schon alleine dadurch, dass man, wenn man ein Arbeitsverhältnis beispielsweise 1,5 Jahre befristet, nicht auch die längstmögliche Probezeit von 6 Monaten eingeht, sondern die beispielsweise auf 4 Monate reduziert oder auf 3 Monate reduziert. Dann zeigt man, dass man den 15 Absatz 3 schon mal gesehen hat und da ja auf eine angemessene Art und Weise versucht zu reagieren. Weiter wichtiger Punkt ist in Nummer 7 geregelt, Stichwort Arbeitsentgelt. Das Nachweisgesetz
fordert jetzt von uns, dass wir die Entgeltbestandteile einzeln auflisten. Das heißt, wir können jetzt nicht mehr einfach sagen, Mitarbeiter, Mitarbeiterin bekommt 60.000 Euro im Jahr, inklusive Bonus, inklusive Überstunden, inklusive Dienstwagen etc. Nee, das funktioniert jetzt nicht mehr, sondern wir müssen tatsächlich einzeln Punkt für Punkt auflisten, wie sich das Arbeitsentgelt zusammensetzt. Beispielsweise Grundentgelt, Zuschläge, Zulagen, Prämien, Sonderzahlungen wie Boni, aber auch sämtliche weiteren Bestandteile. Wenn es eine arbeitgeberfinanzierte betriebliche Altersvorsorgung gibt, muss die damit rein. Wenn es einen Dienstwagen gibt, der auch privat genutzt werden kann, muss der mit rein. Da raten wir dann dazu, dass man den geldwerten Vorteil dort angibt. Damit aber nicht genug, sondern wir müssen auch noch angeben, wann die einzelnen Arbeitsentgelte fällig werden. Boni beispielsweise zum Ende eines Geschäftsjahres oder zum Ende eines Vierteljahres. Das Grundentgelt zum Ende eines Monats oder zum Anfang des folgenden Monats etc. Das heißt, das müssen wir mit angeben. Und wir müssen auch angeben, ob es sich um eine Barauszahlung oder um eine unbare Leistung handelt. Wichtig in dem Zusammenhang ist noch, dass man die Überstunden nicht vergisst. Es sei denn, dass die Überstunden ohnehin pauschal abgegolten werden, dann raten wir aber dazu, das hier in diesem Punkt auch nochmal klarzustellen. Zu den Überstunden sage ich aber gleich später nochmal was, weil die finden jetzt auch im Nachweisgesetz Erwähnung. Nächster Punkt. Arbeitszeit, hier hat sich auch was geändert. Die Arbeitszeit wurde vorher auch immer angegeben, im Arbeitsvertrag meistens dann mit, ich sag mal, 40 Stunden pro Woche. Neu hinzugekommen ist, dass wir jetzt auch vereinbarte Ruhepausen und Ruhezeiten angeben müssen, sowie wenn wir in Schichtarbeit arbeiten, auch das vereinbarte Schichtsystem, den Schichtrhythmus und die Voraussetzungen für Schichtänderung. Jetzt ist aktuell in der Diskussion, was mit der vereinbarten Arbeitszeit gemeint ist. Ist dann lediglich die Dauer, 40 Stunden pro Woche beispielsweise gemeint? Oder ist auch damit gemeint, dass man die Lage der Arbeitszeit angibt? Beispielsweise Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir raten dazu, die Lage der Arbeitszeit erstmal nicht anzugeben, beziehungsweise wenn man sie angibt, auch wieder mit der Mitteilung, dass zusätzlich das Direktionsrecht greift, sprich, dass man die Lage der Arbeitszeit wieder im pflichtgemäßen Ermessen ändern kann. Ruhepausen, Ruhezeiten sind neu. Da raten wir dazu, entweder einen Verweis auf Paragraph 4 Arbeitszeitgesetz oder aber die geltende betriebliche Regelung anzugeben, einen Verweis auf eine Betriebsvereinbarung beispielsweise oder aber, wenn die Entscheidung der Pausenzeit, wann die eingelegt wird, beim Mitarbeiter selbst liegt, dass man das dort dann auch tatsächlich angibt. Das ist wichtig. Was die Ruhezeiten betrifft, Paragraph 5 Arbeitszeitgesetz sieht vor, dass nach dem Ende der Arbeit mindestens 11 Stunden Ruhezeit gewährt werden muss, bevor der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin wieder neu in den Arbeitstag startet. Unklar ist, ob hier lediglich abweichende Regelungen, soweit das möglich ist, angegeben werden müssen oder ob die gesetzliche Regelung insgesamt angegeben werden muss. Vor dem Hintergrund würde ich, wenn Sie keine abweichenden Regelungen haben, würde ich das einfach mal angeben mit der Ruhezeit, mit Paragraph 5 Arbeitszeitgesetz, um da auf der sicheren Seite zu sein. Was das Schichtsystem angeht, ist es so, habe schon gesagt, Schichtsystem, Schichtrhythmus, Schichtänderung, Schichtsystem, beispielsweise Dreischichtsystem, Schichtrhythmus, beispielsweise wöchentlicher Wechsel, Frühschicht, Spätschicht, Nachtschicht, dann die Voraussetzungen für Schichtänderungen, je nachdem, wie die dort im Betrieb geregelt sind, sind dann ebenfalls anzugeben. Nächster Punkt, Ziffer 9, Arbeit auf Abruf, wurde komplett neu aufgenommen. Da geht es um die Frage, wenn Sie Mitarbeiter haben, die nur Arbeit auf Abruf leisten müssen, dann sind dort die Voraussetzungen jetzt in der Ziffer 9 aufgeführt. Wichtig in dem Zusammenhang ist beispielsweise anzugeben die Mindestanzahl der zu vergütenden Stunden und der Zeitrahmen. Das heißt, bestimmte Referenztage, Referenzstunden, die für die Erbringung der Arbeitsleistung festgelegt sind und dass der Arbeitgeber die Lage der Arbeitszeit im Voraus mitzuteilen hat. Soll heißen, dass wir eine gewisse Vorlaufzeit als Arbeitgeber dem Arbeitnehmer
der Arbeitnehmerin geben müssen, wenn sie eingesetzt werden sollen, und dass wir vorher den Rahmen klar machen, es geht nur mittwochs bis freitags in diesem oder jenem Zeitrahmen, meinetwegen von 12 bis 6 Uhr, von 9 bis 2 Uhr etc., dass das klar ist und dass wir nicht einfach abrupt entscheiden können, morgen kommst du bitte von 9 bis 12 und übermorgen kommst du von 3 bis 4. Das ist einfach der Hintergrund dieser Regelung. Da müssen wir bei Arbeit auf Abruf jetzt Angaben machen und relativ konkret sein. Also relativ strenge Regelung. Überstunden, ganz wichtiger Punkt, hatte ich vorhin schon kurz angesprochen, war bislang im Nachweisgesetz nicht geregelt. Die Rechtsprechung hatte aber durchaus schon gesagt, dass es sich bei Überstundenregelungen um so wesentliche Regelungen handelt, dass die immer vom Nachweisgesetz umfasst sind, angegeben werden müssen, wenn Überstunden denn tatsächlich abgeleistet werden müssen. Das hat jetzt tatsächlich dann auch einen gesetzlichen Niederschlag gefunden in § 2 Absatz 1 Nummer 10. Hier ist ein bisschen knifflig, dass der Gesetzgeber gesagt hat, sofern vereinbart die Möglichkeit der Anordnung von Überstunden und jetzt kommt's und deren Voraussetzung. Das heißt, wenn wir Überstunden anordnen wollen, müssen wir das, sollten wir das vertraglich regeln, sodass der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin weiß, dass sie tatsächlich zu Überstunden verpflichtet werden kann. Das ist noch gar nicht das Problem, sondern das Problem ist jetzt deren Voraussetzung. Es ist unklar, was damit gemeint ist. Wie präzise müssen die Angaben gemacht werden, wenn es um die Anordnung von Überstunden geht? Das heißt, wie präzise müssen wir sagen, was für betriebliche Erfordernisse vorliegen müssen, damit Überstunden angeordnet werden können. Beispielsweise sollte man höchstwahrscheinlich, es ist wie gesagt unklar, das ist das, was wir uns, die Gedanken, die wir uns gemacht haben, dass man angibt, die Einhaltung von Fristen beispielsweise, von Terminen, von Vorgaben, von Kunden, Lieferanten, Kooperationspartnern, dass man das als Beispiele anfügt, wann Überstunden angeordnet werden können. Ankündigungsfrist, gehört das zu der Voraussetzung, Form einer Ankündigung, wer darf alles ankündigen, ist alles fraglich, bislang nicht geklärt, verständlicherweise, das Gesetz ist noch nicht in Kraft getreten, wird sich erst in Zukunft zeigen, sodass, wenn wir dort Regelungen im Arbeitsvertrag oder im schriftlichen Nachweis aufgenommen haben, sollten wir auf jeden Fall darauf achten, dass wir das im Auge behalten, wenn dann die Rechtsprechung das Ganze etwas konkretisiert, dass wir das dann im Nachhinein noch möglichst schnell anpassen und gegebenenfalls detaillierter fassen. Weiterer Punkt bei Überstunden ist ein Mitbestimmungsrecht des Betriebsrats notwendig, wenn das einen kollektiven Bezug hat. Insofern das immer auch nochmal beachten, dass der Betriebsrat da, wenn es einen gibt, ein Wörtchen mitzureden hat. Dauer des Erholungsurlaubs, eigentlich nichts Neues, muss angegeben werden, wie lang die Dauer ist. Unabhängig davon hier nochmal ein kleiner Reminder, dass Sie bitte am Anfang des Urlaubsjahres immer wieder den Mitarbeiter darauf hinweisen, dass er den Urlaubsanspruch bitte im Laufe des Urlaubsjahres tatsächlich rechtzeitig beantragt und nimmt. Und was passiert, wenn er diesen Urlaubsanspruch nicht nimmt, sprich, dass er unter Umständen, je nachdem, was vertraglich vereinbart wurde, entfällt. Das ist nochmal ganz wichtig, dass man da die Mitarbeiter am Anfang des Urlaubsjahres idealerweise darauf hinweist. Nächster Punkt, ebenfalls neu, vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildungen müssen jetzt auch den Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen angegeben werden. Das heißt, wir müssen intern prüfen, gibt es Fortbildungsansprüche aus individuellen Vereinbarungen, aus kollektivrechtlichen Vereinbarungen etc. Wenn es die gibt, müssen die auch mit aufgenommen werden und man sollte auch prüfen, ob es gesetzliche Fortbildungsansprüche gibt. Beispielsweise Immobilienmakler, da gibt es in der Gewerbeordnung, ich meine 34 Gewerbeordnungen, verschiedene A, B, C, D, E, ich weiß es nicht, ich glaube C, gibt es Fortbildungsansprüche, die gesetzlich geregelt sind für Immobilienmakler beispielsweise. Es gibt es natürlich noch für andere Branchen, das dementsprechend nicht vergessen und weiter dort angeben, beziehungsweise ja, zum ersten Mal angeben, weil die Regelung ja neu ist.
Betriebliche Altersvorsorgung, wenn es denn eine gibt, muss das ebenfalls mit aufgenommen werden. Name und Anschrift des Versorgungsträgers muss angegeben werden. Das sollte nicht zu schwierig sein. Die Nachweispflicht entfällt sogar, wenn der Versorgungsträger zu dieser Information selbst verpflichtet ist. Das gibt es zum Beispiel bei Pensionsfonds, Pensionskassen und Lebensversicherungsunternehmen ohnehin. Ich würde trotzdem vorschlagen, geben Sie es einfach an, ist ein kleiner Satz. Und dann sind Sie da auf der richtigen und sicheren Seite. Nächster Punkt, wieder ein wichtiges Thema, was sich geändert hat, das bei der Kündigung einzuhaltende Verfahren. Da hat der Gesetzgeber jetzt gesagt, wenn es um Kündigungen geht, müssen wir als Arbeitgeber angeben, dass Kündigungen der Schriftform bedürfen. Wir müssen die Kündigungsfristen angeben und wir müssen angeben, dass es eine Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage gibt. Sprich, dass wir sagen, innerhalb von 3 Wochen nach Erhalt der Kündigung besteht die Möglichkeit, Kündigungsschutzklage zu erheben. Das sind laut Gesetzgeber die Mindestanforderungen: Schriftform, Kündigungsfristen, Frist zur Erhebung der Kündigungsschutzklage. Nichtsdestotrotz wird diskutiert, ob auch das Verfahren, weil das auch gesetzlich dort Niederschlag gefunden hat, das einzuhaltende Verfahren mit angegeben werden muss. Wenn das tatsächlich der Fall sein sollte und dass diese Regelung so streng ausgelegt wird, dann gibt es wirklich Probleme, weil das ist kaum möglich aufgrund des deutschen Kündigungsrechts, weil das so diffizil ist, da wirklich jedes detaillierte Verfahren wirklich abzubilden. Muss der Betriebsrat informiert werden? Was ist bei Schwerbehinderten, Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen mit der Einschaltung der entsprechenden Behörden vor Ausspruch einer Kündigung etc.? Was ist bei Kündigungen von Betriebsratsmitgliedern? Das heißt, das ist eine ganze Latte an Informationen, die man geben müsste, wo das einzuhaltende Kündigungsverfahren einfach ein anderes ist. Das ist kaum möglich, rechtssicher abzubilden. Insofern raten wir dazu, wir gucken auf diesen Punkt mindestens das Schriftformerfordernis und die Fristen für die Kündigung des Arbeitsverhältnisses sowie die Frist zur Erhebung einer Kündigungsschutzklage. Das sind die Mindestvorschriften. Darauf konzentrieren wir uns und alles Weitere wird sich dann ergeben, wie das später dann ausgelegt wird. Besser als jetzt vorher, meiner Meinung nach, so eine ganze Latte an Voraussetzungen dort aufzunehmen. Nächster Punkt, ab 1.8. einen Verweis auf anwendbare Tarifverträge, Betriebs- oder Dienstvereinbarungen geben. Das kann in einem relativ generell gehaltenen Satz geschehen. Ich habe es hier mal mit aufgenommen. Im Übrigen finden auf das Arbeitsverhältnis die einschlägigen Tarifverträge sowie Betriebsvereinbarungen Anwendung. Das findet sich aber tatsächlich auch schon in relativ vielen Musterarbeitsverträgen, die ich so kenne. Dann eine neue Regelung im Nachweisgesetz, dass wir einzelne Ziffern, die ich ja gerade vorgestellt habe, von den 1 bis 15, müssen wir nicht unbedingt konkret was zu sagen, sondern wir können durch Verweis auf Tarifverträge oder Betriebsvereinbarungen diesen Nachweis auch erbringen. Konkret geht es dabei um Probezeit, Arbeitsentgelt, Arbeitszeit, Überstunden, Erholungsurlaub, Fortbildung, betriebliche Altersvorsorge und Kündigung. Das heißt, bei diesen Themen ist es uns als Arbeitgeber erlaubt, auf einschlägige Tarifverträge und Betriebsvereinbarungen zu verweisen. Bei den anderen Punkten, die ich vorgetragen habe, ist es allerdings nicht der Fall. Jetzt ein ganz wichtiger Punkt. Wie geben wir denn dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin den Nachweis, dass die wesentlichen Vertrags oder was die wesentlichen Vertragsbedingungen im Arbeitsverhältnis sind, sprich die Form des Nachweises? Da hat der Gesetzgeber leider klar gemacht, dass es schriftlich sein muss. Eine elektronische Form ist ausgeschlossen. Elektronische Form explizit ausgeschlossen. Welcome to the 21st Century. Wir können also nicht drumherum kommen, auf Papier mit Unterschrift unterzeichnet dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin, diesen Nachweis zu geben. Das Gesetz sagt allerdings auch, Wegfall der Nachweispflicht durch Arbeitsvertrag. Das bedeutet wiederum, wir brauchen keinen gesonderten Nachweis, wo wir die Bedingungen auflisten, sondern meist geschieht das ja ohnehin, dass die
Bedingungen des Arbeitsverhältnisses im Arbeitsvertrag aufgelistet sind. Das können wir jetzt, beziehungsweise konnten wir vorher auch schon, können wir weiterhin im Arbeitsvertrag abfrühstücken, salopp formuliert. Das heißt, die Nachweispflichten im Arbeitsvertrag zu regeln, ist kein Problem. Aber auch hier nochmal, wenn Sie vorher Arbeitsverträge in elektronischer Form abgeschlossen haben, ist das, wenn wir wirklich den Nachweisgesetz Folge leisten wollen, ist es nicht möglich. Arbeitsverträge müssen dann quasi immer schriftlich abgeschlossen werden, eigenhändige Unterschrift. Ganz wichtig nochmal, ansonsten ja, halten wir die Regelungen des Nachweisgesetzes nicht ein. Kommen wir zu den Fristen bei Neuverträgen. Was heißt das? Wir als Arbeitgeber haben ja die Pflicht, die wesentlichen Vertrags- oder die wesentlichen Bedingungen des Arbeitsverhältnisses nachzuweisen. Dafür bestehen verschiedene Fristen. Angefangen, dass die wichtigsten Bedingungen ab dem ersten Tag der Arbeitsleistung erbracht werden müssen, der Nachweis. Dann gibt es andere Bedingungen, die erst am 7. Kalendertag nach vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses nachgewiesen werden müssen. Und dann gibt es noch weitere, die spätestens einen Monat nach dem vereinbarten Beginn des Arbeitsverhältnisses auszuhändigen sind. Lange Rede, kurzer Sinn. Das ist ein großes Durcheinander hier. Bevor Sie jetzt anfangen, schrittweise immer die Bedingungen des Arbeitsverhältnisses nachzuweisen, am ersten Tag, am 7. Kalendertag und nach einem Monat, raten wir dazu, tatsächlich das am ersten Tag direkt alles zu machen. Sie kommen ohnehin nicht drum rum, das dann insgesamt auszuhändigen und nachzuweisen. Insofern machen Sie es ab dem ersten Tag, sparen Sie sich die Arbeit, dass Sie immer nachhalten müssen, was haben Sie bislang gemacht. Das bedeutet natürlich für uns, dass wir jetzt ab 1.8. auch mal in unsere Musterarbeitsverträge reinschauen müssen, um zu gucken, wo ist da tatsächlich Anpassungsbedarf. Manche Regelungen und auch manche Neuregelungen werden Sie sicherlich in Ihrem aktuellen Arbeitsvertrag schon drin haben, sodass da gar nicht so viel zu machen ist. Aber nur mal als Beispiel, Einhaltung der Kündigungsschutzklage, der Frist dafür, das wird in den meisten Verträgen, ich würde mal tippen, in 99% der Verträge ist das nicht drin. Das heißt, es wird auf jeden Fall auch in Ihren Verträgen ja, den Grund geben, die anzupassen und gegebenenfalls sogar komplett neu zu gestalten. Wenn Sie die Nachweispflichten nicht im Arbeitsvertrag regeln, sondern in einem separaten Schreiben regeln, dann empfiehlt es sich, eine Empfangsquittung von dem jeweiligen Arbeitnehmer, der jeweiligen Arbeitnehmerin einzuholen, einfach um nachweisen zu können, dass sie ihrer Informationspflicht als Arbeitgeber nachgekommen sind. Das sind die Fristen bei Neuverträgen. Nochmal, erster Tag, siebter Tag, 30, einen Monat. Was gilt jetzt bei Altverträgen? Das heißt, bei Arbeitsverträgen, die vor dem 1.8. bereits begonnen haben. Da ist es so, dass wir spätestens ab dem siebten Tag, nachdem der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin verlangt hat, über die wesentlichen Bedingungen informiert zu werden, tätig werden müssen. Das heißt, bei Neuverträgen müssen wir als Arbeitgeber aktiv werden, selbst aktiv werden. Sämtliche Arbeitsverträge, die ab dem 1.8. beginnen, selbst wenn sie schon vor 3 Monaten abgeschlossen worden sind, müssen wir am 1.8. die entsprechenden Informationen nachweisen. Bei Altverträgen müssen wir nicht aktiv werden. Da muss die Belegschaft letztendlich aktiv werden, auf uns zugehen und nachfragen, was sind die wesentlichen Bedingungen. Wenn diese Aufforderung kommt, haben wir 7 Tage Zeit. Was bedeutet das für uns? Wir sollten natürlich auch vorbereitet sein. Je nachdem, wie viele Arbeitnehmer wir haben, kann es natürlich sein, dass eine ganze Masse an Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen auf einmal auf einen zukommt und man dann gar nicht hinterherkommt, die wesentlichen Vertragsbedingungen da noch einmal darüber zu informieren. Insofern bereiten Sie idealerweise einen Musternachweis vor, den Sie dann individuell anpassen können mit den Punkten, die jetzt neu hinzugekommen sind. Ein wichtiger Punkt in dem Zusammenhang ist noch, dass, wenn sich jetzt Vertragsbedingungen ändern sollten, beispielsweise, dass Sie das Gehalt anheben, das
neuer Entgeltbestandteil dazukommt, die wir ja mittlerweile, wie Sie wissen, dann einzeln auflisten müssen, dass wir da auch im Kopf behalten, dass das Ganze eine Änderung wesentlicher Vertragsbedingungen ist und dementsprechend auch wieder schriftlich erfolgen muss. Das heißt, wir können nicht einfach nur auf Zuruf sagen, dein Gehalt erhöht sich um 3%, sondern nein, wir müssen das wiederum schriftlich machen. Das ist ein enormer administrativer Aufwand, aber kommen wir nicht drum rum, wenn wir tatsächlich das Nachweisgesetz einhalten wollen. Auch hier nochmal Änderungen, das, was ich gerade schon im Prinzip gesagt habe, Änderungen wesentlicher Vertragsbedingungen müssen an dem Tag, an dem sie tatsächlich wirksam wurden, in Schriftform mitgeteilt werden. Das ist genau das, was ich gerade schon quasi vorweggenommen habe. Ausnahme allerdings, wenn sich gesetzliche Bestimmungen ändern sollten, dann müssen wir das nicht nochmal machen. Also das ist ja wenigstens ein kleiner positiver Teil. Dann geht es weiter mit dem neuen Paragraph 4, Sanktionen bei Verstößen gegen das Nachweisgesetz. Das ist tatsächlich neu, gab es vorher im Nachweisgesetz nicht. Wenn wir das Nachweisgesetz nicht einhalten, sprich wesentliche Vertragsbedingungen nicht richtig, nicht vollständig, nicht in der vorgeschriebenen Art und Weise oder aber auch nicht rechtzeitig den Mitarbeitern zur Verfügung stellen, dann kann es zu Geldbußen kommen, die je nach Verstoß bis zu 2.000 Euro betragen können pro Arbeitsvertrag. Das ist ganz wichtig. Das sollten wir ja auch im Hinterkopf behalten, wenn wir uns überlegen, müssen wir überhaupt tätig werden oder nicht, riskieren wir das. Es drohen da tatsächlich Bußgelder bis zu 2.000 Euro pro Verstoß, sollte man also nicht auf die leichte Schulter nehmen. Weiterer Punkt, Sie haben das vielleicht in der Presse auch schon verfolgt und es ist jetzt nicht das erste Mal, dass Sie was über die Reform des Nachweisgesetzes hören. Ein Punkt, den ich so allerdings noch gar nicht gesehen habe, ist die Frage, wenn ein Bußgeld verhangen wurde, dann kann es meiner Meinung nach durchaus das Risiko geben, dass Sie dann von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen sind. Warum? Weil Sie bei der Bewerbung um öffentliche Aufträge oftmals angeben müssen, wurden schon mal Bußgelder verhangen, weil sie gegen Arbeitsschutz oder Arbeitsgesetze verstoßen haben. Nachweisgesetz soll Arbeitnehmer, Arbeitnehmerinnen schützen. Insoweit ist es ganz klar ein Schutzgesetz. Wenn ein Bußgeld verhangen wurde, Sie sehen hier neuer Paragraph 4 bis zu 2.000 Euro, ist es meiner Meinung nach nicht auszuschließen, dass wenn Sie dann das Kreuz an der falschen Stelle leider machen müssen, weil mal ein Bußgeld verhangen wurde, dass sie von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden können. Und das tut im Zweifelsfall dann noch viel mehr weh als das Bußgeld in Höhe von 2.000 Euro. Ich habe mich zu dem Thema am Wochenende mit einem Professor im Arbeitsrecht unterhalten, was der dazu meint. Der hatte das auch noch nicht so auf dem Schirm, hat dann auch drüber nachgedacht und sich nochmal erkundigt. Er meinte dann, er hätte sich nochmal mit jemandem unterhalten, der gemeint hätte, naja, wenn das Bußgeld unter 2.500 Euro ist, dann sollte es eigentlich keinen Ausschluss geben. Das ist gesetzlich allerdings nicht geregelt. Also ich wäre da tatsächlich vorsichtig. Ich würde das im Hinterkopf behalten, dass das tatsächlich drohen kann. Sollten wir also tatsächlich darauf achten, weil das meiner Meinung nach viel gravierenderes Risiko sein kann als die 2.000 Euro. Weiterhin höchstwahrscheinlich möglich ist Schadensersatz bei Verstößen und eine Beweislastumkehr. Das war laut Rechtsprechung auch jetzt schon der Fall. Das heißt, wenn wir jetzt das Nachweisgesetz nicht eingehalten haben, konnten Arbeitnehmer unter Umständen Schadensersatz verlangen und es griff eine Beweislastumkehr, sodass wir als Arbeitgeber dann da in der Defensive waren. Komme ich noch zu sonstigen Änderungen. Es gibt Änderungen im Arbeitnehmerüberlassungsgesetz. Es gibt Änderungen im Berufsbildungsgesetz. Die sind so ein bisschen spiegelbildlich zu dem, was es im Nachweisgesetz gibt. Es gibt Änderungen in der Gewerbeordnung, Änderungen im Teilzeit- und Befristungsgesetz. Da habe ich ja vorhin auf den Paragraphen 15 Absatz 3 hingewiesen, wenn Sie sich erinnern, was die Probezeit angeht, dass die Probezeit im Verhältnis zur Befristung stehen muss. Und dann gibt es noch Änderungen in weiteren Gesetzen, zum Beispiel in der Handwerksordnung, Notfallsanitätsgesetz etc. Da bin ich jetzt nicht drauf eingegangen. Letzter Punkt,
Den ich noch sagen wollte, ist, auch bei Praktikanten gibt es Nachweispflichten, die eingehalten werden müssen. Da schicke ich Ihnen auch nochmal, wenn wir die Slides zuschicken, noch eine separate Slide. Und was auch wichtig ist, gerade in Zeiten von Corona und Homeoffice arbeiten immer mehr Mitarbeiter tatsächlich im Ausland oder werden ins Ausland entsandt. Da gibt es auch neue Regelungen, was dort im Fall einer Auslandstätigkeit nachgewiesen werden muss. Die beiden Slides, Praktikanten und Auslandstätigkeit, packe ich Ihnen noch dazu, wenn die Slides dann umgeschickt werden. Das war es von meiner Seite. Ich freue mich jetzt auf Ihre Fragen und bedanke mich schon mal für ja, Ihre Aufmerksamkeit, dass Sie zugehört haben. Dankeschön. Ja, wunderbar. Natürlich haben wir auch schon ein paar Fragen hier vorliegen. Ja. Die erste Frage ist, glaube ich, eine Verständnisfrage zum Thema Fortbildung. Und zwar geht es darum, wenn keine Fortbildung im Vertrag angeboten werden, was muss dann im Vertrag stehen? Dann müssen wir da nichts aufnehmen. Ja? Also nur, wenn es tatsächlich gesetzliche Fortbildungspflichten gibt, je nachdem, in welchem Bereich wir tatsächlich tätig sind, dann müssen wir das aufnehmen. Oder wenn der Arbeitgeber freiwillig Fortbildungen anbietet oder aber eine Fortbildungsmöglichkeit aufgrund einer Betriebsvereinbarung oder Tarifvertrag angeboten wird, dann sollten wir das tatsächlich mit aufnehmen. Die nächste Ansonsten Frage aber ist nicht. etwas, die nächste Frage ist etwas umfangreicher und geht um den elektronischen Nachweis. Und zwar, ich lese es einfach mal vor. Meines Erachtens schreibt das Nachweisgesetz nicht für den Arbeitsvertrag als solchen die Schriftform vor, sondern für die zu dokumentierenden Informationen. Das macht meines Erachtens möglich, den Arbeitsvertrag selbst weiterhin elektronisch abzuschließen, wenn spätestens am ersten Tag der Leistung die vom Arbeitgeber eigenhändig unterschriebene Dokumentation ausgehändigt wird. Ist das korrekt? Das ist absolut korrekt, genau. Arbeitsverträge müssen wir nicht schriftlich abschließen. Das ist möglich, dass wir das in elektronischer Form machen, könnten es letztendlich auch grundsätzlich mündlich machen. Aber was der Gesetzgeber vorsieht, ist, dass wir den Nachweis über die wesentlichen Arbeitsbedingungen, die müssen wir tatsächlich in Schriftform vorlegen. Da ist die elektronische Form ausgeschlossen. Und in der Praxis bedeutet das natürlich, dass meistens ist es ja so, dass im Arbeitsvertrag die wesentlichen Vertragsbedingungen niedergelegt sind und damit der Arbeitgeber letztendlich seiner Nachweispflicht Genüge tun möchte und nicht nochmal ein separates Informationsblatt dazu fügt, sodass es in der Praxis höchstwahrscheinlich so sein wird, dass das oftmals allein durch den Arbeitsvertrag die Nachweispflicht erfüllt werden soll. Und dementsprechend vor dem Hintergrund, dass die elektronische Form ja ausgeschlossen ist nach dem Nachweisgesetz, der Arbeitgeber dann gezwungen ist, den Arbeitsvertrag schriftlich abzuschließen. Wir raten aber grundsätzlich auch vor dem Hintergrund der aktuellen Unklarheiten und Unsicherheiten, weil wir nicht wissen, was muss tatsächlich laut Rechtsprechung mit rein, was ist zu viel des Guten, dass wir die Regelungen, die für den Arbeitgeber positiv sind, wie beispielsweise die Vereinbarung von Überstunden, dass wir die definitiv in den Arbeitsvertrag reinpacken und nicht einfach nur in den Nachweis, weil der Nachweis, das ist nur einseitig. Unser Nachweis als Arbeitgeber, damit verpflichten wir aber nicht den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin tatsächlich im Beispiel von Überstunden zu leisten. Also nochmal zurück zur Frage. Arbeitsvertrag, ja, elektronische Form oder Schriftform ist nicht erforderlich. Elektronische Form ist weiterhin möglich. In der Praxis wird man allerdings nicht drum rumkommen. Und noch ein wesentlicher Punkt beim Arbeitsvertrag: Befristete Arbeitsverträge müssen ohnehin schriftlich abgeschlossen werden. Und wenn der Arbeitsvertrag ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot beinhaltet, dann muss es auch schriftlich sein. Heißt jetzt nicht zwangsläufig, dass dann die elektronische Form in dem Punkt nicht geht, aber beim Nachweisgesetz ist es definitiv die elektronische Form ausgeschlossen. Ich hoffe, das hat es beantwortet.
Da kam noch eine ähnliche Frage dazu, die dazu passt. Wie sieht es mit der digitalen Signatur des Arbeitsvertrages aus? Ist das auch schon ein elektronischer? Genau, das ist das, also wir brauchen, ich meine, es ist 126a BGB, da steht was zu der qualifizierten elektronischen Signatur. Das ist also möglich beim Abschluss des Arbeitsvertrages, aber nicht möglich, um die Anforderungen des Nachweisgesetzes zu erfüllen. Das ist auch der Grund, warum es so eine riesige Diskussion, so einen riesigen Aufschrei gab. Wie es denn sein kann, dass man sich als Regierung groß die Digitalisierung auf die Fahnen schreibt und dann eine Reform des Nachweisgesetzes beschließt, wo man zurück zu Papier und Füller und Tinte quasi greift oder als Arbeitgeber gezwungen ist zu greifen. Ja, das auf jeden Fall. Eine Frage lautet jetzt hier, inwiefern sind kleine Unternehmen, also unter 30 Mitarbeiter, von diesen Änderungen betroffen? Sind alle betroffen? Ja. Genau, ich glaube, gibt es keinen Unterschied, ne? Ja. Okay, eine Person fragt gerade, ob es einen Musternachweis für diejenigen mit Altverträgen gibt. Gibt es so eine Art Muster oder hast du vielleicht sowas vorliegen? Naja, das ist das tatsächlich, was wir ja auch raten, dass wir sozusagen die Ziffern 1 bis 15, die wir vorhin gemeinsam durchgegangen sind, dass wir da schauen, wir legen uns den Arbeitsvertrag einmal hin, schauen, was steht schon drin, wo müssen wir nachschärfen, wo müssen wir ergänzen und dass wir das bei Altverträgen dann tatsächlich durch so eine Art Muster machen. Da gibt es natürlich was wir jetzt vorbereitet haben, dass wir dieses Muster dann auf den individuellen Fall anpassen. Das heißt, ja, wir haben ein Muster erarbeitet. Das muss aber dann nochmal individuell angepasst werden. Nur mal als Beispiel, wenn es um Verweis auf Tarifverträge und auf Betriebsvereinbarungen geht oder wenn es um Überstunden geht. Manchmal sind Überstunden gar nicht gewollt von Arbeitgeberseite, dann ist dieser Punkt überhaupt nicht relevant. Genauso, wenn man nicht tarifgebunden ist oder keinen Betriebsrat hat und dementsprechend keine Betriebsvereinbarungen einschlägig sind, dann braucht man diesen Punkt auch nicht. Long story short, Musternachweis, ja, sollte man vorbereiten, sind wir dabei oder haben wir vorbereitet, aber es ist nicht einfach so, wir drücken auf Copy und Print, machen das 100 Mal und verteilen das fröhlich. Man muss das auf den individuellen Arbeitsvertrag tatsächlich anpassen, sollte man jedenfalls. Okay, die nächste Frage lautet, inwieweit kann ich auf generell abstrakte Regelungen in einem TV verweisen, um die vereinbarte Arbeitszeit nachzuweisen? Sorry, nochmal bitte. Okay, inwieweit kann ich auf generell abstrakte Regelungen in einem TV verweisen, um die vereinbarte Arbeitszeit nachzuweisen? Naja, wir können ja, das sagt das Nachweisgesetz, in verschiedenen Punkten auf Betriebsvereinbarungen und auf Tarifverträge verweisen. Da fällt auch die Arbeitszeit drunter. Insofern, wenn der Tarifvertrag da was vorsieht, können wir auf den Tarifvertrag verweisen. Die Frage ist da dann tatsächlich, wie konkret diese Verweisung sein muss. Wissen wir tatsächlich noch nicht. Ich würde es relativ konkret oder so konkret wie möglich machen, dass man dort den Tarifvertrag tatsächlich benennt. Und nicht einfach nur sagt, ja, was die Arbeitszeit angeht, ist der Tarifvertrag einschlägig, sondern dass man tatsächlich sagt, der Tarifvertrag vom XY-Datum etc. angibt. Und in Da seiner der jeweils gültigen Fassung gegebenenfalls noch. User gerade noch eine Folgefrage gestellt, aber kann ich damit individuelle TZ-Vereinbarungen umgehen? Naja, wenn wir individuelle Vereinbarungen haben, die positive für den Mitarbeiter sind, dann kann ich das nicht umgehen. Also ich weiß nicht, ob ich die Frage richtig verstanden habe, aber individuelle Vereinbarungen gehen dem unter Umständen vor, wenn es denn positiver ist, als das, was Okay. im Tarifvertrag vereinbart ist.
Ja, falls die Frage noch nicht ganz eindeutig ist, dann gerne noch mal ein bisschen ausführen. Wir können das gleich noch mal sonst fragen. Ja, übrigens auch in dem Zusammenhang, wenn Ihnen nachher noch Fragen einfallen sollten oder ja, Sie Fragen zu einer Formulierung haben, gerne kurz kontaktieren. Kontaktdaten stehen da, ist überhaupt kein Problem. Das muss sich auch erstmal irgendwie setzen. Und wenn Sie die Folien haben, die nochmal durchgehen, dann fällt Ihnen vielleicht auch noch was ein. Also wie gesagt, keine Scheu, schreiben Sie kurz und dann können wir das gerne besprechen. Okay, die nächste Frage bezieht sich wieder auf das Unterschriftsthema. Und zwar, wie ist es bei Änderungsverträgen und Vertragsergänzungen? Ist auch hier eine handschriftliche Unterschrift notwendig? Ja, leider, ja. Das ist das, was ich vorhin bei der Gehaltserhöhung meinte. Wir können es nicht einfach zurufen, ab morgen bekommst du 5% mehr. Das funktioniert nicht. Das Nachweisgesetz fordert tatsächlich, ich gehe nochmal in den Slides zurück. Hier ist es, eine Änderung der wesentlichen Vertragsbedingungen ist dem Arbeitnehmer spätestens an dem Tag, an dem sie wirksam wird, schriftlich mitzuteilen. Und da das Nachweisgesetz die elektronische Form ausschließt, gehe ich hier in dem Punkt davon aus, dass, ja, dass wir es tatsächlich unterzeichnen müssen. Okay, die nächste Frage bezieht sich auf diese Übergangszeit, in der wir gerade sind. Gelten diese Änderungen auch für Verträge, die beispielsweise im Juli unterschrieben wurden und erst ab August in Kraft treten werden? Leider ja. Das ist, sobald das Arbeitsverhältnis, also wenn das Arbeitsverhältnis am 31. Juli beginnen würde, dann müssen wir als Arbeitgeber nicht aktiv werden, sondern können darauf warten, dass der Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin auf uns zukommt und uns auffordert, Nachweis über die wesentlichen Arbeitsbedingungen zu geben, also die weiteren, die jetzt, sich jetzt geändert haben. Sobald das Arbeitsverhältnis am 1.8. beginnt, unabhängig davon, ob wir im Juli den Vertrag abgeschlossen haben, müssen wir die weiteren Punkte tatsächlich nachweisen. Das heißt, in dem Fall ist es dann tatsächlich so, dass wir den alten Arbeitsvertrag, wo die Neuerungen des Nachweisgesetzes im Zweifelsfall noch nicht drin sind, nehmen, uns dann entscheiden müssen, ob wir den Arbeitnehmer, die Arbeitnehmerin ansprechen und sagen, hier unterschreibst du uns den neuen Vertrag mit den Änderungen oder ob wir es so machen, alter Vertrag plus diesen Musternachweis, den müssen wir in dem Fall dann allerdings aktiv dem Mitarbeiter, der Mitarbeiterin geben, weil, wie gesagt, das Arbeitsverhältnis am 1.8. beginnt und damit mit Geltung des Nachweisgesetzes. Dazu eine Folgefrage von derselben Person. Wie weit rückwirkend gilt dies denn? Ich meine, es sind Also die Frage zielt wahrscheinlich dahin, wenn jetzt ein Vertrag im Dezember letzten Jahres tatsächlich abgeschlossen wurde, ob man das dann ebenfalls machen muss oder nicht. Ich meine, es ist in der Diskussion 3 oder 6 Monate, müsste ich nochmal tatsächlich nachschauen. Okay. Kann ich Ihnen jetzt so nicht sagen. Also ich meine, dass es nicht bis Ultimo ist, aber nageln Sie mich da bitte nicht drauf fest, müsste ich nochmal nachschauen tatsächlich. Ansonsten gerne nochmal eine Mail an Max schreiben und dann kann er nochmal in Genau, Ruhe sehr darauf gerne. schauen. Gerne. Gut, dann zum Thema Fortbildung. Und Ja. zwar muss auch ein jährliches Fortbildungsbudget im Arbeitsvertrag vermerkt werden. In Klammern, das Budget ist freiwillig nutzbar, nicht verpflichtend. Wenn es, naja, ich schaue selber mal kurz in den Text rein. Ein etwaiger Anspruch auf vom Arbeitgeber bereitgestellte Fortbildung. Kann man darüber streiten, ob damit auch ein bereitgestelltes Fortbildungsbudget gemeint ist? Kann ich Ihnen so tatsächlich nicht sagen. Ich würde es im Zweifelsfall mit aufnehmen, wobei dann die Frage ist, ob man es tatsächlich im Arbeitsvertrag aufnimmt oder in einem Sideletter, weil wenn es einmal im Arbeitsvertrag drin ist, ist es natürlich vereinbart und schwierig, wieder davon loszukommen. Wenn man es in einem Sideletter macht, ist es gegebenenfalls ein bisschen einfacher. Ich würde es tatsächlich mit aufnehmen. Es gibt Argumente für beides. Ja, bereitgestellte Fortbildung kann was ganz Konkretes sein und nicht nur ein Budget. Aber ich befürchte, dass es an dem Punkt tatsächlich strenger ausgelegt wird und würde es dann dementsprechend mit aufnehmen.
Ja, sicher, sicher. Aber ja, aber wie gesagt, ich kann es selber, das sind alles Fragen, die wird die Rechtsprechung früher oder später zu klären haben. Und dementsprechend ja, wird es die Zeit zeigen. Das tut mir auch tatsächlich leid, dass ich Ihnen da noch nichts weiter sagen kann. Aber das Gesetz ist ja auch noch nicht in Kraft. Das heißt, die Rechtsprechung wird peu à peu das Ganze konkretisieren. Und das bedeutet natürlich auch, dass das, was ich Ihnen heute hier sage, nicht unbedingt der Weisheit letzter Schluss sein muss, sondern dass ich da durchaus noch was ändern kann und man dann sagen muss, naja, okay, wir haben damals gesagt, die Regelung XY sollte so und so aussehen. Jetzt gibt es dieses Urteil vom BAG, was das Ganze noch ein bisschen strenger sieht. Dementsprechend müssen wir da noch was mit aufnehmen. Das kann durchaus der Fall sein. Ja. Also absolut. Weil man merkt jetzt auch, das Ganze ist mit so heißer Nadel gestrickt. Das Gesetz wurde, meine ich, am 26. oder 25.6., 23.6., also noch vor einem Monat wurde es verabschiedet. Und man hat eigentlich nicht damit gerechnet, dass es den Entwurf, den gab es schon länger, aber dass es ohne Änderungen einfach verabschiedet wird, insbesondere was die Digitalisierung angeht, da hat man gar nicht mit gerechnet. Und das heißt, diese wirkliche Diskussion um diese Regelung im Nachweisgesetz und die Probleme und Unklarheiten, die hat jetzt erst begonnen. Das heißt, auch da bildet sich jetzt erst so eine, ich will mal sagen, herrschende Meinung raus. Was muss mit aufgenommen werden? Wo geht es vielleicht zu weit? Wo kann man es noch riskieren, was nicht aufzunehmen? Das beginnt gerade erst. Und deshalb ist es, so leid mir das tut, eine relativ große Unsicherheit, die da gerade in dem Zusammenhang existiert. Aber es hilft natürlich trotzdem nichts. Wir müssen uns darum kümmern und sollten es jedenfalls so gut wie möglich, ja, das Nachweisgesetz dem Ganzen Folge leisten und dann unsere Verträge entsprechend anpassen bzw. nachweisen. Da noch eine kleine Zwischenfrage. Und zwar gelten diese Regelungen dann auch für Schülerpraktika, welche in der Regel nur 1 bis 2 Wochen dauern? Ja, das für Praktikanten, die jetzt nicht Arbeitnehmer im Sinne von 22 Mindestlohngesetz sind, gelten besondere Nachweise. Da gebe ich Ihnen nochmal die Extra-Slide dann dazu, wenn wir es rumschicken. Also für Praktikanten gibt es auch Nachweispflichten. Wie die konkret aussehen, sehen Sie dann auf der Slide. Okay, ich glaube, diese Frage hatten wir schon in ähnlicher Form gehabt, aber ich stelle sie trotzdem nochmal. Wie informiere ich die Mitarbeiter über die Änderungen, wenn das Arbeitsverhältnis vor dem 1.8. stattgefunden hat? Muss ich die Verträge anpassen? Wir müssen die Verträge grundsätzlich nicht anpassen. Informieren können wir die Mitarbeiter oder die Mitarbeiter müssen wir nicht aktiv informieren. Die Mitarbeiter müssen auf uns zukommen. Die Mitarbeiter, die vor dem 1.8. ihr Arbeitsverhältnis begonnen haben, müssen letztendlich aktiv werden, uns als Arbeitgeber auffordern, die weiteren Nachweise uns zu geben. Dann müssen wir nicht den Vertrag anpassen. Das können wir machen, wenn der Mitarbeiter, die Mitarbeiterin das tatsächlich will. Alternativ geben wir einen Musternachweis beziehungsweise einen separaten Nachweis zum Arbeitsvertrag raus mit den weiteren Informationen zum Arbeitsverhältnis. Und da nochmal ganz wichtig, das muss handschriftlich unterzeichnet sein. Da geht es nicht mit elektronischer Form. Arbeitsvertrag muss nicht geändert werden. Wir müssen nicht aktiv auf die Mitarbeiter zugehen, die vor dem 1.8. begonnen haben. Aber wenn die Mitarbeiter auf uns zukommen, dann schriftlich separaten Musternachweis über die wesentlichen Bedingungen. Den sollten wir jedenfalls vorbereitet haben und dann individuell anpassen. So. Okay, wir gehen langsam aufs Ende zu, aber hier ist noch eine längere Frage. Es ist eher ein Szenario. Ich lese es mal vor, ganz langsam. In unserem Betrieb ist alles digitalisiert. Wir haben aber tarifvertragliche Regelungen. Ein Geschäftsführer meint, es reicht, wenn wir einfach auf den oder die Tarifverträge verweisen. Ich als Justiziar entgegnete, dass wir das nur bei allgemeinen Fragen machen können. Aber beispielsweise bei einzelnen Arbeitszeitvereinbarungen, zum Beispiel ab 1.10. nur 28 Stunden arbeiten, eben nicht, da es sich da dabei um vereinbarte Arbeitszeit handelt und damit nach dem Paragraph 8 des Nachweisgesetzes dem Mitarbeiter einzeln nachgewiesen werden muss, auch wenn der Tarifvertrag Regelungen zur Teilzeit enthält. Was meinst du dazu? Ja, schwierig.
Sicherlich auch noch nicht geklärt, weil das jetzt sozusagen neu ist, ja. Ich sehe es aber tatsächlich so wie der Fragesteller. Ich wäre da eher vorsichtig und würde das dem Mitarbeiter die konkrete Änderung nachweisen, anstatt einfach nur einen generellen Verweis dort an der Stelle zu machen. Aber auch da, das wird sich letztendlich zeigen. Ja? Aus dem Gesetzeswortlaut geht es so nicht hervor, aber es sieht tatsächlich die vereinbarte Arbeitszeit davor. Und dementsprechend, ja, ist das tatsächlich nicht ganz klar, wird sich später zeigen. Aber nochmal, ich sehe es eher so, ich würde es da eher, weil ich befürchte, dass das alles relativ streng ausgelegt wird, ich würde da eher dem Justiziar folgen. Okay, alles klar. Ja, ich würde sagen, damit gehen wir jetzt auch pünktlich auf die 11 Uhr zu. Wie gesagt, falls noch mal Fragen aufkommen, immer gerne an Maxus schreiben. Das Follow-up mit der Aufzeichnung oder Präsentation senden wir Ihnen in den nächsten Tagen zu. Wie gesagt, wenn noch weitere Fragen kommen, immer gerne kontaktieren. Die Kontaktdaten sind auch in der Präsentation drin oder auf unserer Website. Und ja, Markus, hast du noch was zu sagen? Abschlusswort. Nee, ja, nochmal vielen Dank. Hat Spaß gemacht. Wie du schon gesagt hast, wenn es Fragen gibt, gerne melden. Die Zeit wird das alles zeigen, wie heiß das gegessen wird. Aber ich befürchte, ganz drumherum kommen wir halt nicht, dass wir hier tätig werden müssen als Arbeitgeber. Nochmal vielen Dank und ja, bis zum nächsten Webinar vielleicht. Na, bis dahin trinken Sie genug. Tschüss. Ciao.